Ja, servus, grüezi und hallo, hier ist euer Krypto-Dennis mit dem neuesten Bitcoin und Cardano-Update. Heute ist der 7.10.2021 und wie ihr jetzt schon gehört habt, es geht um Bitcoin und Cardano und da ist er jetzt gerade bei Bitcoin und auch bei Cardano muss man sagen, auch was passiert. Sorry, ich muss jetzt gerade ein bisschen schmunzeln. Ihr werdet es auch gleich rausfinden, warum. Ja, also wenn euch das interessiert, dann bleibt bitte dran. So, als allererstes würde ich mich freuen, wenn ihr ein Like da lasst, es mit Freunden teilt und den Kanal abonniert, wenn ihr noch nicht abonniert habt und auf jeden Fall die Glocke aktiviert, um in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Des Weiteren könnt ihr in unseren Telegram-Chat joinen, einmal der Content Only von mir und einmal den Crypto-Talk, wo wir uns dann zusammen austauschen können. Des Weiteren, wenn ihr noch keine Börse habt oder vielleicht schon eine Börse habt und den Kanal unterstützen wollt, dann einfach hier über diese Börsen anmelden. So, fangen wir an. Und gleich mit was Schönem eigentlich. Ihr wisst, meine grüne Box wurde durchgeschossen vom Bitcoin, ja. Ist überhaupt kein Problem. Da gab es viel Hate und ja, viele böse Kommentare auch. Aber das stehe ich jetzt drüber. Eine habe ich eben auf jeden Fall mal rausgesucht. War ganz interessant, wo ich wirklich schmunzeln musste, ja. Ich weiß jetzt zwar nicht, wie er es gemeint hat, aber ich finde den Satz trotzdem schön. Trotzdem cool, meine Hochachtung, denn momentan traut sich nicht mal Jocken Bitcoin zu shorten, ja. Man kann es jetzt nehmen, wie man will. Ist egal. Ich finde, ich nehme es mit Humor. Ich finde es einfach super. Und ja, ich habe Bitcoin geshortet, ja. Und ihr wisst, dass es einen bullischen und einen bearischen Count gab. Ich habe mich für den bearischen Count entschieden, weil ich da einfach mehr Potenzial sah oder mehr die Wahrscheinlichkeit höher sah, dass die zum Tragen kommt. Aber ich habe euch auch den bullischen Lauf gezeigt und der kommt jetzt im Moment zum Einsatz. Und jetzt kommen wir zum Content. So, hier seht ihr, hat er ja meine grüne Box ja komplett durchschossen. Ist passiert. Ich bin bei 52.500 ausgenockt worden oder ist ein Stop-Loss gekommen. Ist überhaupt kein Problem. Ich habe ja da oben aufgefüllt, war schon viel, viel länger short. Ich habe schon Profite genommen. Ich habe Longs mitgenommen. Das wisst ihr alles. Und es gibt keinen Trader mit 100%iger Trefferquote. Es ist halt so, ja. Und es macht mir überhaupt nichts aus. Es ist, wie es ist. Ich kann es nicht ändern. Und ich fahre meine Schiene auf jeden Fall weiter. Und ich werde euch trotzdem zeigen, was ich jetzt sehe oder in Zukunft sehe. Wie ihr damit umgeht, bleibt natürlich euch überlassen, das ist klar. Aber nichtsdestotrotz will ich euch daran teilhaben lassen. Genau. So, fangen wir mal an. Er hat jetzt die grüne Box durchstoßen. Die ist jetzt für mich nicht mehr relevant. Die nehme ich auch komplett raus. Er hat jetzt hier diese gelbe Linie, ja, diese gelbe Trendlinie durchstoßen. Wo man meinen kann, ah, man hat jetzt richtig ein Target von über 100.000 Dollar. Aber ihr wisst, wenn ihr meine letzten Videos angesehen habt, ja, dass das Ganze noch nicht in den bullischen Lauf weitergeht, ja. Ich sagte euch, wenn das All-Time-High gebrochen wird, dann sehe ich die 128.000 erst einmal, ja, das wisst ihr. So, wir haben das All-Time-High noch nicht gebrochen. Das Ganze ist immer noch nicht wirklich bullish. Das ist halt so, meiner Meinung nach. Ja. Und natürlich sind jetzt viele, viele hier FOMO, to the moon hier und ah, geil und sowas. Kann alles sein, ja. Ich gönn's uns allen, wenn der auf 500.000 Dollar geht, ja, weil jeder von uns hält ja Bitcoin, denke ich mal, ja. Überhaupt kein Problem, aber ich sage euch das, was ich halt im Chart sehe. So. Gut. So, wir haben diese gelbe Linie jetzt gebrochen, aber, jetzt kommt das Aber. Leider, natürlich haben wir hier ein bisschen Volumen gehabt. Ja, das gleiche Volumen hatten wir aber auch hier, hatten wir hier und hatten wir hier im 4-Stunden-Timeframe. Ja. Die Sache ist die, es ist für mich kein geiles Breakout-Volumen. Das muss man
ganz, ganz klar sagen, das ist, wie gesagt, meine Meinung, ja. Und wir sind jetzt hier oben noch am 0786, am Diamond Pocket Bereich hier. Und ihr wisst, mein Tierchen, nämlich das hier, ja, dieses Tierchen kann ein Bullish Bad oder Bullish Guardly werden. Jetzt, je nachdem, wo er hier unten drauf trifft, ja, das wisst ihr aus den letzten Videos. Und normalerweise hat er eine C, wo etwa bis zum 0886er Fibonacci geht. Ja, und theoretisch kann er noch auf 61k hoch. Ja, vor vielen, vielen Wochen habe ich das auch gepostet, das Video. Ich persönlich habe dann schlussendlich nicht mehr wirklich dran geglaubt. Das wisst ihr, das war halt jetzt, die Wahrscheinlichkeit war für mich höher, dass er vorher runtergeht. Das hat er jetzt nicht gemacht, sei es drum, ja. Nichtsdestotrotz nehmen wir oder nehme ich weiterhin Swings mit und das zeige ich euch jetzt mal. Und zwar sind wir hier bei meinen ja, Widerstands- und Supportlinien oder Boxen besser gesagt. Und ich warte jetzt bei Bitcoin jetzt, bei den Altcoins nehme ich jetzt raus, da bin ich auch schon in zwei Stück Long auch drin. Aber jetzt bei Bitcoin selber warte ich auf die Chance, dass er hier in dem braunen Balken runterfällt, hier einen Retest macht, sich dort auch fängt dann und dass ich hier dann eine Long eröffnen kann. Ja? Und der nächste Bereich, deswegen arbeite ich auch mit niedrigem Hebel, wäre hier diese braune Box und diese braune Box. Und das ist wirklich genial zum Traden, Leute. Ja, wirklich geil. Wie gesagt, ich warte hier drauf, denn merkt euch mal bitte das Level bei 51.400. Wechseln wir kurz zu den Pivots. Und ihr merkt, dass das Monthly R1 etwa bei 51.300 ist, beziehungsweise das Weekly R1 ist auch bei 41.400. Ich warte also darauf, dass er hier dran dobst, um eine Long zu eröffnen. Und meiner Meinung nach werden wir hier, denke ich mal, etwa das Monthly R2 erreichen. So, jetzt werden wahrscheinlich einige fragen, ja, ob ich jetzt hier oben wieder eine Short aufbaue oder sonstiges. Leute, ich warte ab. Ja, ich nehme die Long hier mit, dann, wenn er da runterkommt, wenn er gleich hochgeht, dann sehen wir oder sehe ich dann, was dann passiert. Ich warte, was er hier bei dem All-Time-High da oben macht, was er Patterns erbildet, wie stark er rejected wird. Ja, das warte ich ab, bevor ich dann eine neue Short eröffne. Denn sollte er wirklich durchschießen, sagte ich schon bereits, dann sehe ich die 128k in etwa. Ja, und in dieser Zeit nehme ich hier oder warte ich halt, bis hier meine Long geholt wird. So, hier sind wir ganz kurz beim DXY, beim US-Dollar-Währungsindex. Ja, viele wissen, dann bringe ich ab und zu mal mit rein, weil hier kann man in etwa den Bitcoin-Trend erkennen. Denn in der Vergangenheit ist er gegensätzlich zu dem DXY ja gepumpt oder ja gecrashed. Ja, so, und ich hatte mal vor 2, 3 Wochen, wie lange das her ist, warte mal, ich muss mal kurz gucken. Ja, vor 3 Wochen, glaube ich, in etwa, müsste ich mal gucken, das Video, habe ich hier die Möglichkeiten aufgezeigt, wie er wandern kann. Ja, er hat jetzt hier die Möglichkeit genommen, hochzugehen und hier könnte nochmal ein Abpraller kommen nach unten. Ja, natürlich ist er jetzt in dieser Zeit, wo er hochgegangen ist, nicht wirklich viel gedumpt, weil DXY hoch und Bitcoin nochmal runter. Deswegen, es geht nicht immer 1:1, man muss das große Bild sehen und da war es gegensätzlich, ja. Und deswegen könnte es sein, ja, wenn der hier jetzt da oben jetzt abprallt und runter geht, dass Bitcoin wirklich nochmal hier diese Position anläuft, wo ich jetzt sagte, bis maximal zum All-Time-High, sage ich mal, dann könnte es ein fettes Doppeltop werden, bevor er dann wirklich hier hochgeht. Und wenn der DX weiter hochgeht, dann geht der Bitcoin unweigerlich, wie in der Vergangenheit gesehen, runter. Muss man natürlich abwarten, ja, denn auch wenn das hier jetzt ein mögliches Double Bottom am DXY ist, wir kennen es selber. Die Vergangenheit kann nicht immer die Zukunft voraussagen. Das Ganze kann natürlich auch nach unten verlassen werden. Ja, deswegen muss man das komplett hier beobachten, das Ganze. Das mache ich natürlich für euch und ich hoffe, euch interessiert das. Apropos interessieren, wenn ihr euch für eine Akademie interessiert, also für die Bull vs. Bears Akademie, dann schreibt mich per Telegram an. Das ist ein Verein, der den Leuten das Trading ein bisschen näher bringt. Ja, das heißt, ja, Altcoin-Analysen, Bitcoin-Analyse, dann gibt es einen Lernstoff, wie man profitabel traden kann. Dann unsere Setups, wo wir zum Teil teilen. Ja, ist alles mit drin, eine tolle Community. Und wenn ihr Interesse habt, bleibt noch bis zum Ende des Videos. Das wäre der dritte Teil. Da zeige ich euch mal die letzten Altcoin-Analysen im Discord, wo ich gecallt oder wo das Team gecallt hat und was da in etwa rausgekommen ist. So, kommen wir
zu Cardano. So, hier habe ich euch beim letzten Video ja das Descending Triangle bei Cardano gecallt. Ja, habe euch zwei Preislevel angegeben, einmal hier unten in etwa, einmal hier oben, je nachdem, wo er das verlassen hätte. Er hat das Ganze jetzt im Moment nach oben verlassen und ganz einfach. Hat man jetzt bei einer Short zum Beispiel 6% miese gemacht, dann hätte man hier theoretisch immer, wenn man geil drauf gewesen wäre, mit 6% plus rausgegangen. Dann wäre das Ganze wieder 0 auf 0. Also Leute, ihr seht, es ist also alles möglich, ja. Wie bewerte ich das Ganze? Dazu muss man hier auch in den Bitcoin-Dominanzkurs reingehen. Und hier sehen ja viele, was natürlich stark danach aussieht, ein doppelter Boden. Ja, natürlich ist es so, dass das Öffnung einmal doppelte Bodens invalidiert werden. Das heißt, er geht vielleicht noch hoch und dann geht es wieder weiter nach unten oder geht ja jetzt hier vielleicht schon das Ende und macht vielleicht hier ein Falling Wedge nach unten. Das weiß man ja alles nicht hundertprozentig. Ja, und natürlich ist es so, sollte Bitcoin hier die Dominanz, sollte der hochspringen, ja, dann ist wäre das natürlich schlechter für die Altcoins. Das ist klar. Ja, jedoch ist es so, dass bei vielen, vielen Altcoins das Ganze im Moment viele Patterns bullish verlassen wurden und auch zum Teil schon erreicht wurden, aber die größeren noch nicht. Ja, deswegen denke ich bei Cardano, dass das ist erstmal hier das maximale Ziel nach oben ist. Ja, aber das soll man nicht vergessen, die Fibonacci mit einzubeziehen. Denn es wird nicht immer das 100% Ziel eines Patterns erreicht. Das habe ich auch schon sehr, sehr oft gesagt. Und hier habe ich ein Augenmerk auf jeden Fall, wenn der, wo jetzt hier zum Beispiel long rein ist, auf jeden Fall sollte man auch absichern, natürlich nicht vergessen, das ist klar. Wäre hier das Golden Pocket bei 2,50 $. Oh, bimmelt gerade was, sorry. Und natürlich hier das Diamond Pocket bis zum 0,786er. Dort, das sind so die Bereiche, wo ich sage, gut, hier nehme ich dann auf jeden Fall Profite. So, das war's zur technischen Analyse heute, zu Bitcoin und Cardano. Wenn ihr noch kurz Lust habt zu sehen, wie meine Altcoin-Analysen oder die Altcoin-Analysen des Teams in Discord bei der Bullworld's Best Academy aussehen, bleibt kurz dran, das geht ganz schnell. Wenn nicht, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Servus. So, also hier sind wir im Discord-Channel von der Bullworld's Best Academy und hier ist. Wie gesagt, ich scroll langsam hoch, dann seht ihr es auch. Hier haben wir zum Beispiel jetzt, wo ich gestern um 20 Uhr gepostet habe, entschieden, also der Coin, boom. Ja, hat bis zu 40% gemacht. Das war ein harmonisches Tracking-Pattern. Da kann man auch draufklicken. Wo, warte mal. Ne, dass ihr denkt, das habe ich nachträglich gemacht. Ich suche es gerade mal raus. So, hier vom 25.09. Ja, habe ich hier das harmonische Tracking gecallt. Hier bei Entry 1 bei Durchstoßen dieser gelben Linie. Entry 2 wäre hier und hier sind die Targets. Ja. So, und das ist das Ergebnis. Hier nach der gelben Linie rein und hoch. Entry 2 hoch und das Ziel, hier das Erstziel, wurde erreicht. So gehen wir auch weiter. Hier zum Beispiel vor 5 und 10 gepostet. Der blöde Hund hat das erste Ziel erreicht. Ja, mit knapp 29%. Und wenn ich jetzt hier draufklicke, ja. Dann scrollt es hoffentlich das Ganze hoch, genau. Dann seht ihr mögliches Falling Wedge. Da seht ihr, ja, da war es kurz vom Breakout und dann ging es weiter hoch. So, da haben wir noch viele andere wie XMR zum Beispiel. Da wurde das Ziel erreicht mit 14%. Ja, hier Zcash wurde erreicht mit etwa 15%. Dann geht es weiter mit GRT, wurde mit 23% erreicht. Dann geht es weiter. Wo haben wir das nächste? Ja, hier Algo mit 22%. Und es gibt noch viele, viele andere, wo hier, wo Analysen, wo erreicht wurden, einfach geil, profitabel, 17,5% Matic, 22%. Ja, alles eine geile Sache. Und meistens verlinke ich das auch immer, wie Ont hier zum Beispiel. Ja, das seht ihr kurz im Breakout. Und dann ging er auch da hoch. So, jetzt habt ihr einen kurzen Einblick zu den Altcoin-Analysen. Wie gesagt, wenn ihr Interesse habt, dann schreibt mich einfach in Telegram an oder über die E-Mail, wo in der Beschreibung drin ist. Gut, das war's. Ich wünsche euch schon was. Euer Krypto Dennis von der Bullwhales Best Academy. Ciao.